Public Drinking erlaubt, nur für uns. Ne? Hey Leute, ich bin's wieder. Ihr habt eine lange Zeit auf mich warten müssen für eine neue Folge. Und hier bin ich wieder. Ja, eine ganze Woche musste ich jetzt durchackern. Jetzt habe ich endlich mal Wochenende. Zwei volle Tage habe ich jetzt Zeit, mich so ein bisschen zu reanimieren. Ich habe wirklich, also zu regenerieren. Und manchmal hätte ich auch schon eine Regeneration, eine Reanimation gebraucht. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mal Zeit, ein paar Postkarten zu kaufen. Und ein paar schöne Texte auf dieses Stück Pappe zu schreiben und euch die zuzuschicken. Ich habe mir jetzt vorgestellt, ich habe jetzt gedacht, dass ich 10 Postkarten fürs erste kaufe und mir echt viel Zeit lasse, die zu beschriften, individuelle Texte für jeden zu schreiben und die dann loszuschicken. Ich werde dann nochmal ein kurzes... Die werden heute rausgehen. Ihr könnt mir dann mal in die Kommentare schreiben, es wird einige Zeit dauern, wie lange es tatsächlich gedauert hat, bis die Postkarten bei euch ankommen. Das wäre schon echt cool zu wissen, wie lange die brauchen. Aber bestimmt mindestens 2 Wochen. Also habt ein bisschen Geduld, es werden welche ankommen für meine treuesten Fans und engsten Freunde. Und ja, alles klar, ich mache mich mal auf den Weg. Hey, da bin ich wieder. Kaum aus der Sonne raus, bin ich direkt wieder am Schwitzen wie so ein Schwein. Aber ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Und zwar waren das einmal die geilen Postkarten, die ich hier organisiert habe. Schaut mal. Und ihr bekommt ein paar geile davon auch von mir zugeliefert. Speziell 10 geile Postkarten. Ein paar doppelt. Guck mal, hier sogar ein Känguru. Ein Koala. Einmal die City, richtig geil. Nochmal von einer anderen Sicht, die City, South Bank ist das. Hier schön, noch ein Känguru mit Kind. Koala ist jetzt doppelt, hier Nightlife. Ja, ein paar schöne Postkarten und die beschrifte ich später. Denn gerade ist meine Aufgabe, für mein Nachbarzimmer jemanden zu organisieren hier. Und da bin ich gerade mit 2 Leuten am Schreiben, weil es wäre mir schon sehr gelegen, deutschsprachige Leute in meinem Umfeld zu haben. Woher kommst du, was machst du hier? Vielen Dank für die... Warum willst du das? Was interessiert dich das? Ja, das ist meine aktuelle Mission. Und neben den Postkarten habe ich mir noch was anderes Wichtiges gekauft. Für mich enorm wichtig, weil ich wachse hier schon langsam zu. Ne? Und da ich nicht jedes Mal zum Barbershop gehen will und 20, 30 Dollar ausgeben will, habe ich mir jetzt mit Rabatt tatsächlich, sonst hätte es 60 Dollar gekostet, für 19 Dollar einen Rasierer gekauft mit USB-Ladedings. Also hier, es lässt sich mit USB chargen. Und das werde ich demnächst machen. Das steht zumindest. Dann geht hier alles ab. Hier und hier meine Seiten gehen ab. Und dann fühle ich mich wieder fresh, weil so arbeiten, ne, das geht gar nicht klar. Und auch so in der Sonne, ich will nicht ganz halt mit Bart und dann habe ich hier weiße Stellen, bla 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 bla. Auf jeden Fall werden die Karten noch beschriftet. Es hat sich halt leider nur ein Mensch, eine Gruppe, HHV, Peace Out, Peace In meine ich, gemeldet und ihr kriegt auch eine Postkarte. Und ich habe gemerkt, dass ich wohl ein allergrößten Fan habe für meinen YouTube-Kanal. Jemand, der treu guckt und jede Folge bisher gesehen hat. So, manche andere, die sagen so, ja, ich konnte meine Videos nicht gucken, bla bla bla. Aber einer von euch ist draußen und da werde ich in der Ecke hier so ein Herzchen markieren und dann weißt du Bescheid, dass du mein treuster Fan bist. Ja? Ansonsten werde ich mir später sehr viel Zeit nehmen, um die Postkarten individuell zu beschriften, sehr viel Detailarbeit reinschreiben
Und die geile Sache ist, eine Postkarte hat jetzt zwar 2,55 gekostet, also $2,55, aber dafür ist das Post. Brauche ich keine Marke mehr kaufen, weil das ist alles schon im Preis inklusive. Die Postkarte war quasi umsonst. Also ich habe quasi nur für die Marke bezahlt nach Europa, weil die Marke an sich kostet $3, hat mir die Postfrau gesagt. Richtig krass. Dann habe ich heute noch eine Aufgabe. Ich muss noch zur Bank, um $200 für meine Miete zu zahlen, weil ich letzte Woche nur 120 gezahlt habe. Gebe ich heute mal $20 mehr. Ist auch kein Ausgleich, aber ne, ich zahle ein bisschen mehr mit auf Strom, aber das mache ich sehr gerne, weil ja, ich habe halt auch die ganze Nacht Ventilator an, damit ich wohlig, kühl schlafen kann. Ansonsten, was geht heute noch ab? Genau, ihr werdet sehen, ich werde, bevor ich die Postkarten beschrifte, jetzt noch sehen, dass ich mit ein paar Mädels in Southbank abhänge. Da werde ich auch noch ein bisschen versuchen aufzunehmen. Aber immer wenn ich so mit Leuten unterwegs bin, vergesse ich die Kamera immer. Und ich will halt auch nicht die Leute so ein bisschen stressen, damit ich die ganze Zeit Aufnahmen mache, dies, das. Mal gucken. Werdet da sehen. Ansonsten, ja, beschrifte ich jetzt eure Karten und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in Deutschland. Mittlerweile Frühling, habe ich gehört. Finde ich sehr geil. Dann ist zumindest keiner mehr am Erfrieren. Peace out aus Australien an alle. Ich grüße nicht mehr individuell. Jetzt habe ich schon viel zu viele Leute, die ich. Hamburg, Berlin, HV-Leute. Alle. Einfach alle, liebste Grüße vom Herzen und ich fühle mich immer noch wohl hier. Die Arbeit ist zwar scheiße anstrengend, aber dafür werde ich auch bezahlt. Sehr gut sogar bezahlt. Alles klar. Peace out. Jetzt sitzen wir hier zusammen. Hi Leute. Hi. Das ist die Pia. Hi. Und die Letizia. Und wir sitzen hier auf ein paar Summer Speed zusammen an der South Bank. Ganz, ganz legal. Ganz legal. Public Drinking erlaubt, nur für uns. Ne? Ja, meine Arbeitskollegen hier für die letzten 2 Wochen. Und ja, die Mädels wollen hier auch endlich mal Kohle verdienen. Haben auch noch $0 auf dem Konto. Oh. Ja, immer noch am Umrechnen hier von der Kreditkarte. Alles Euros. Ja, und wir verbringen jetzt den Abend hier noch ein bisschen den Sonnenuntergang den Sonnenuntergang anglotzen. Und ihr noch was zu sagen? Wollt ihr mal meine Leute grüßen? Hi, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, geile Leute auf jeden Fall hier am Auch Start. an unsere Leute, die wollen auch den Link bekommen. Ja. Ich packe ihre Instagram-Links in die Beschreibung und dann könnt ihr die mal auschecken. Alles klar. Prost, Leute! Tschüss. Ja, mach ich. Hallo, ich bin der Kevin aus der Zukunft, man sieht's. Kurz geschoren, überall übrigens. Und ich schreibe euch jetzt eure Postkarten direkt vor euch. Allerdings. Wartet kurz. Allerdings. Gibt es ja einen besonderen Zuschauer da draußen, dem will ich eine besondere Karte geben. Jetzt muss ich nur mal schauen, welche Karte ich hier nicht doppelt habe. Und die bekommt mein treuer Zuschauer von euch. Und zwar kriegst du, mein treuer Zuschauer, die Gold Coast Karte. Und alle anderen werde ich vermischen. Und einfach nur so mit random System. Ich werde die jetzt mischen und dann mir nicht mehr anschauen. Und dann einfach nur Stück für Stück nach und nach werde ich mir die Karten mit den Adressen, die ihr mir geschickt habt, aufschreiben und jenen einen individuellen Text dazu schreiben. So Leute, also ich habe meinen Tag schon rum gehabt und ich bin sehr glücklich, dass ich heute nochmal rausgegangen bin. Ich habe auch sehr den Tag sehr genossen mit den Mädels an South Bank. Und ja,
Dann fangen wir mal an mit der ersten Karte. So, die Karte ist fertig und auch sehr viel beschrieben. Die ist mit einem Herzen versehen. Und nur für dich extra hier im Video notiert, beschrieben. Und ich hoffe, du freust dich sehr darüber. Ich werde jetzt noch viele weitere machen. Und ja, und ich werde auch die Tage zur Post bringen, sodass sie hoffentlich bald bei euch ankommen. Alles klar, Leute. Dann ist das für die Folge. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Abspann. Alles klar. Wir sehen uns.